Okay, dann machen wir uns jetzt wohl auf. Wieder nach draußen, aber ich will eigentlich gar nicht. Ich meine, Jack ist ja irgendwie immer noch da draußen unterwegs. Ah, es wird schrecklich werden, na gut. Und was sollen wir denn machen? Dann öffnen wir jetzt eben die Tür. Entriegelt. Hört er das nicht? Hm. Ich meine. Hallo? Wer ist denn Guten da? Tag, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Okay. Reizendes Mädchen. Ich glaube, also, wir sind nicht ganz alleine, sie hilft uns. Dieses Zoe. Gut. Ja, und jetzt müssen wir wirklich raus, oder wie? Mal kurz schauen. Ich meine, wir sind ein bisschen angeschlagen, wir haben Pistolenmunition dabei. Die Arznei und den Dietrich. Mit dem Dietrich können wir ja gleich mal hier am Gang, wenn wir irgendwie hinkommen, ohne zu sterben. Können wir den aufmachen? Da vorne ist auch noch alles kaputt. Jack? Hallo? Bist du noch da? Hier drin schaut es immer noch richtig übel aus. Ich mach jetzt hier mal diese Schublade auf. So, F. Einen Dietrich verwenden wir. So. Eine erste Hilfe-Arznei. Das sehe ich ja gerne. Perfekt. Ich weiß ja nicht. Ich meine, die Omi ist ja auch schon weg. Die hat auch schon frei jetzt. Hier liegen überall Essensreste. Was ist denn das? Ist das ein Arm, ein Bein? Wenn das nicht so riesig wäre, würde ich sagen, das ist ein Hühnerbein, aber das schaut auch schon fast aus wie eine menschliche Hand fast irgendwo, ne? Das ist eine menschliche Hand. Oh, lol. Okay. So, wir sollen uns erstmal umschauen, ob Jack hier irgendwo ist. Da waren wir ja auch schon überall. Hier ist nichts. So, und übrigens nicht wundern, dass ich ein anderes T-Shirt anhab. Ich hab, ja. Der Greenscreen. Ich hab gemerkt, dass ein bisschen was von meinem Körper plötzlich nicht mehr da war, wo es sein sollte. Ich hatte Löcher im Oberkörper. Hat man eigentlich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. So schlimm gesehen. Ich habe auch zwischendurch nochmal Pause gemacht. Ich ignoriere es also nicht. Ist es hier draußen? Hey, hier drüben! Hallo? Wer sind Sie? Machen Sie auf! Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Polizei. Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Ein Polizist, ein Deputy. Werden wir gerettet? Ich
Weiß ja nicht, das wäre fast schon ein bisschen zu leicht, ne? Wir haben jetzt ein Messer, ein Taschenmesser. Wir können jetzt hier einfach die zerbrechliche aus, können wir jetzt einfach draufhauen und 5 Pistolenmunition kriegen. Okay. Ich frage mich halt immer noch, warum es jetzt gerade so ruhig ist. Ich meine, wir haben doch Jack auch noch rumlaufen hören. Ist es so klug, sich jetzt hier nach umzuschauen und ihn zu suchen? Ich glaube nicht. Ich schon ein bisschen Gänsehaut jetzt schon wieder. Weiß ja nicht. Okay, da konnten wir gerade vorhin nicht wirklich schauen. Müssen wir ein bisschen hetzen. Ne? Was haben wir denn hier? Guck mal, das ist Jack. Und das muss seine Frau sein. Das ist Margaret, ne? Jack und Margarets 25. Hochzeitstag. Da schauen sie ja nicht mal so schlimm aus. Das ist das verrückte Ehepaar von vorhin. Und was ist hier? Er sieht ziemlich arrogant aus. Das ist der, dem der Arm abgeschnitten wurde. Lukas, Februar 2013. Okay. Aber das Bild ist umgedreht. Mögen die den Jungen nicht? Oder was ist da los? Was ist überhaupt mit den Dingern hier? Kann man die kaputt machen? Er ist hier und dort und überall. Anscheinend kann man die Dinger kaputt machen. Okay. Halt, hinten war doch auch noch eins, ne? In diesem Lagerraum. Hier liegt auch noch ein Bild. Wer ist das? Also Mia ist es auf keinen Fall. Ist das? Okay. Können wir nicht einfach mit dem Messer hier irgendwie diese Schrauben da irgendwie rausziehen und dann einfach weglaufen? Was ist das hier? Hat jemand hingekotzt? Hier ist auch noch, oder? Das Blut ist gerade nicht da. Wo wir unser Bein verloren haben. Gut, ich schaue jetzt nochmal kurz hier rein. Wenn ich kann, jo, ist jetzt offen. Boah, es ist übel. Da habe ich hier nämlich auch noch so eine Figur. Ich denke mal, das sind so eine Art Sammelobjekte, die man da kaputt machen muss. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Oh Mann. Mach hier mal kurz zu. Die Frage, wenn wir verfolgt werden würden, ist das Spiel so arschig und sperrt diese Tür dann da hinten zu, dass man da quasi nur rein kann, wenn man nicht verfolgt wird? Oder läuft er dann da auch mit rein? Naja, werden wir wahrscheinlich leider noch rausfinden müssen und jetzt können wir dieses Klebeband bekämpfen. Hier, nimm das! So. Und ab in die Garage. Okay. Der Deputy. Wir sind gerettet. Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Waffe! Geht's dir gut, Scheiße, Jack? Ich werde jeden einzelnen von euch Jack? Erste Hilfe, Arznei? Jack? Hallo? Oh mein Gott. Was haben wir hier? Flüssige Chemikalien? Oh mein Gott! Nein, 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 nein,
Okay, ich hab einen Plan. Warte. Ich hab einen Plan. Komm. Wir fahren jetzt einfach hier raus. Wir hauen ab. Komm. Los, Schlüssel rein. Gib Gummi. Nimm das. Rückwärts. Ich mach dich fertig, Jack. Das schöne Auto. Ich glaube, der braucht nichts mehr. Hier nochmal. Bleib liegen. Was? Oh Mist! Warte mal. Was? Scheiße! Oh nein. Beenden wir das. Du und ich. Nein. Oh Gott. Nein! Scheiße! Oh Gott! Jetzt ist es ein Cabrio. Oh mein Gott! Jack! Oh mein Gott, was? Jack? Jack, warte mal. Jack? Oh, Junge, schau, was du angestellt hast. Jack? Scheißkerl. Das ist deine Schuld. Das ist nicht vorbei, es ist deine Schuld. Es ist deine Schuld. Was? Der steht doch safe gleich wieder auf. Haben wir irgendwas so mit der? Wir haben noch genug Erste-Hilfe-Arzneien. Okay, einmal drauf hier. Schon ein bisschen geheilt. Ach du Scheiße! Ich bin fertig. Oh, der Life. Bist du denn fertig, Ethan? Kannst du mal bitte auf die Reifen hier rumzuschleudern? Das war mein Auto. Das war Ethans Auto gerade. Der hat den Polizisten einfach umgebracht. Steht das Polizeiauto noch da draußen? Sehen wir jetzt nicht. Der Polizist, Mann. Der hätte uns auch nicht helfen können, ganz ehrlich. Der wäre wahrscheinlich am Ende auch noch draufgegangen, einfach so, weil er uns helfen will. Was müssen wir jetzt machen? Ist Jack jetzt tot, oder? Das kann ich nicht glauben, der wird safe gleich wieder aufstehen, das ist so klar. Okay, oh, hier ist eine Leiter, okay, warte. Hier kommen wir jetzt ja nicht mehr raus. Hier ist zu. Ja, dem Deputy, dem ging schon mal besser. Ach du Scheiße, das habe ich nicht erwartet. Vor allem, wo kam Jack her? Der stand auf einen Schlag, stand der hinter ihm. Der kam hier aus dem Nichts. Alter. Ich kriege zu viel. Gehen wir einfach mal hoch. Deine Aufmerksamkeit, Junge. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Ich hab's so gewusst. Ich will ja nichts sagen. Aber der Gute ist, der hat sich gerade. Naja. Ziemlich alles aus seinem Kopf geschossen, was er hatte. Er hat mir gerade. Nee, hat er nicht. Okay, ich dachte, der hat mir gerade eine Kugel weggenommen. Aber alles in Ordnung. Laden wir mal nach.
will nicht mehr. Was ist denn das? Was? Wenn der jetzt wieder aufsteht, dann kriege ich zu viel. So, also ich denke, wir haben hier alles. Ich schau mal kurz zum Auto. So. Ja, das ist in Ordnung. Der hat einfach das Dach aufgebogen. Ach du Kacke. Gut, einfach weg jetzt. Wir hätten eigentlich... Oh Gott, er greift uns nicht gut. Wir hätten eigentlich versuchen sollen... Lindenmunition? Wir hätten eigentlich versuchen sollen, mit dem Auto durch die Garage zu krachen und quasi wegzucruisen einfach. Ah, der bleibt da nicht liegen. Die Waffe geht auch auf ihn. Ein bisschen, ich weiß nicht, so irgendwie Auto-Aim-mäßig geht die auf ihn drauf. Das stimmt was noch nicht ganz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem noch zu gut geht. Was ist das hier? Ein Ochse? Mit Holzkopf? Näher untersuchen? Okay, wir können da was losdrehen. Okay. Und jetzt können wir uns die Ochsenstatue nehmen. Okay. Der liegt noch da unten? Jo. Ich kann nicht glauben, dass wir den los sind. Mm-mm. So einfach ist es nicht. Bestimmt nicht. Gut. Puh, hier hängt auch so ein Motorrad, aber damit kommen wir auch nicht weit. Mit nur einem Reifen. Bin gerade schon wieder überall am Zittern. Es ist gar nicht gut. Okay, hier runter. Gut, wir haben die Pistole des Officers, das ist wichtig. Jetzt gucken wir mal hier mit F, können wir nochmal aufmachen. Er liegt immer noch da. Er liegt noch immer da. Gut, der Officer ist auch noch da. Gut. Dann verschwinden wir. Wir sollen zur Haupttür gehen. Und da nichts wieder aus hier. Die Spiegelung hier war gerade cool. Warte mal. Habe ich gerade? Nein. Ich dachte, ich hätte gerade Check gehört. So dieses. Aber alles in Ordnung. So. Und jetzt haben wir schon wieder keine Hilfe mehr. Da können wir auf die Karte schauen. Wir waren jetzt in der Garage. Wir waren im Waschraum. Hier waren wir überall. Und jetzt können wir in die Eingangshalle, so wie es ausschaut. Und das scheint dann auch unser Ausgang zu sein, oder wie? Hätte der Officer doch auf uns gehört. Wenn er nicht gedacht hätte, dass wir ihn verarschen würden. Natürlich, er muss vorsichtig sein und alles, aber... Weiß nicht, wir könnten mal ganz kurz ins Lager gehen. Speichern. So, machen wir den hier. Speicherdaten überschreiben. So, wo ist das? Hier hört man auch eine Musik. Vielleicht haben wir hier einen Safe Room. Vielleicht kann uns hier echt nichts passieren. So, wir haben jetzt übrigens auch die antike Münze vom Anfang. Ja, es ist ganz schön böse gewesen, dass man die übersehen kann. Flintenmunition. Ich weiß halt nicht. Ich meine, wir haben noch keine Flinte, deswegen nehme ich die jetzt mal nicht mit. Das Ding werden wir gleich brauchen. Eine Metallstatue, die wie ein kopfloser Ochse aussieht. Die flüssige Chemikalie. Die könnten wir rein theoretisch mal kombinieren mit einem Kraut. Hier mal ein Kraut nach drüben. Und dann machen wir uns quasi nochmal eine Arznei. Und ansonsten, glaube ich, sind wir soweit. Also einmal hier kombinieren und eine Erste-Hilfe-Arznei. Los geht's. Sehr gut. Gut. Das Spiel macht mich fertig. Mir ist übrigens auch wichtig bei sowas, dass ich das nachts aufnehme und spiele. Weil es einfach nochmal den Brainfuck-Modus so ein bisschen erhöht um 200%, wenn nicht sogar 300. Guck dir einfach mal diesen Gang an. Der wieder hier durch die Wand gekommen ist. Ich komme immer noch nicht drauf klar.
So, okay. Ah, schau mal, hier fehlt dieser Ochsenkörper. Okay, das bedeutet, wir kommen jetzt hier durch. Ochsenstatue. Es ist offen. Ich weiß ja nicht. Ich komme nicht mehr klar. Guck mal, da ist ein Wackelkopf. Hier liegt ein Toastbrot. Einmal was Gescheites zum Essen. Hier ist zwar ein bisschen Schimmel drauf, aber das ist immer noch besser als die Gedärme, die es da drüben im Esszimmer gab. Was haben wir hier? Shoot me, shoot me. Schieß auf mich, schieß auf mich. Ich meine, warum eine Kugel verschwenden, wenn wir einfach den machen können? Sag ich jetzt einmal mal, was haben wir hier? Arklay Berge, 7. Juli 1991. Das schaut wirklich richtig schön aus. Einfach Natur, belassen, wie sie sich gehört. Schönes Bild. Was haben wir hier? Okay, kann man sich aufhängen, wenn man drauf steht? Würde ich jetzt nicht machen. Ich habe gar keine Lust. Das ist so. Ich dachte gerade, da steht jemand mit dem Hut. Das ist schon echt viel zu offen. Hier oben ist ja auch noch, ne? Okay, wir schauen erstmal in den Schrank. Schießpulver. Okay. Hier ist noch irgendwas mit F. Okay, machen wir den Schrank wieder zu. Und was haben wir hier? Eine antike Münze. Okay. Was bist denn du? So eine Statue. Warte, ich probiere mal. Kann ich die kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Alter, hallo? Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Okay. Aber wo ist sie? Ich meine, sie kriegt ja im Endeffekt scheinbar mit, was hier passiert. Aber wenn Jack jetzt gleich hier rauskommt, ne, dann kacke ich mir aber ein. Was haben wir denn hier? Da brauchen wir wahrscheinlich diese Köpfe, eine Aussparung. Sieht wie ein dreiköpfiger Hund aus, aber die Köpfe fehlen. Natürlich, die Tür kann man ja auch nicht so aufmachen. Wäre ja zu einfach. Okay. Diese äußerst vertrauenserweckende Tür ist zum Glück zugesperrt. Uhrpendel. Okay. Ah, warte mal, im Wohnzimmer drüben hat doch das Uhrpendel gefehlt. Was haben wir hier? In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde, eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Miss Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von dato bis mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcraft, 19. Januar 2016. Haben wir ja gesehen, wozu das führt. Der Deputy ist ja jetzt nicht mehr. Ich denke gerade immer mit diesem Schatten von diesem scheiß Ventilator, dass da jemand kommt oder so. Alter, was haben wir denn hier? Schon wieder ein Rätsel? Okay. Das Uhrpendel. Aus seiner Uhr entferntes Pendel, da steht Wohnzimmer drauf.
Ach, hör auf. Ach, wie geil. Okay, sowas ist wirklich cool. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie einen Adler gibt, oder? Vielleicht irgendwie... Ich glaube nicht, dass das richtige Teil ist dafür. Wie cool, Schattenspiele gibt's jetzt auch noch. Okay. Netter Versuch, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, war vielleicht nicht das Richtige. Wenig. Okay, was haben wir hier? Eine flüssige Chemikalie, okay. Klopapier. Teppiche. Boah, schick, schick. Oh, ja. Oh, hallo. Ist das eine Falle? Schaut okay aus. Okay, warte. Eine Flinte. Oh ja. Okay, was ist jetzt passiert? Ah, die Tür ist zugegangen. Verschlossen. Wir haben aber auch keine Munition gerade. Die haben wir ja, klug wie wir sind, zurückgelassen. Oh, mein Arm schaut halt so böse aus mit den Tackern. Alter. Ich meine, stand ja am Anfang noch dabei, die Hand ist noch warm. Das heißt ja, dass alles in Ordnung ist. Ja, anscheinend können wir die nicht mitnehmen. Es sei denn, wir könnten hier irgendwas reinlegen, das halt genauso schwer ist. Irgendein Stück Holz oder so. Eine Vorderschaft Repetierflinte. Geschosse haben eine hohe Streuung, wodurch sie besonders im Nahkampf wirkungsvoll sind. Okay, dann müssen wir also hier noch ein Rätsel lösen. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendein Objekt hier reinlegen müssen, das wie die Flinte ausschaut. Und dann können wir uns die nehmen. Ich schaue jetzt einfach mal hier hoch. Es wird der größte Fehler sein. Tu die Pistole raus. Bist wahnsinnig hier ohne Pistole rumzulaufen. Omi. Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Sag mal, wer hat mich hier hochgeschoben? Hm. Oh. Krieg ich dir eine Gänsehaut, wenn ich da mit dem Rücken zustehe? Ja, Omi, komm, sag mal. Hm? Wie geht's? Hm, du. Ich kann aber auch nicht auf sie zielen, ne? Der geht mit der Waffe weg, sobald ich... Hm. Na gut. Soll ich da reingehen, Omi? Soll ich? Ja, da? Nein? Sie hat mit dem Kopf gewackelt. Ich nehme die Omi sehr ernst. Das ist bis jetzt meine einzige Freundin hier. Am Ende stellt sich raus, das ist Zoe. Boah, imagine. Wenn sie uns die ganze... Oh nein. Nee, glaube ich nicht. Die ist ja viel älter. Hier ist ein Bild. Das ist ein junges Mädchen. Evelyn, 2. Mai 2014. Wer ist denn Evelyn? Die Omi ist noch da, sehr gut. Willst du da hinten hin? Das ist eine Art Balkon vielleicht. Okay. Was haben wir hier? Hier ist zugesperrt. Ja. Wenn ich das so sehe, da habe ich auch kein Problem mit, dass es zugesperrt ist. Okay. Das ist doch ein schönes Bildchen mit Kätzchen. Karte. Ich will nicht. Okay. Die Omi hat gesagt, wir gehen da nicht rein. Das heißt, wir gehen zuerst mal in die Küche. Zoe hat gesagt, vielleicht schaffen wir es sogar, Jack zu töten. Heißt das? Was war denn da? Achso, das war das Bild. Der geistert jetzt hier wieder rum, oder? Alter. Hör doch mal auf hier. Okay. Also um mich jetzt seelisch zu beruhigen, muss ich mal ganz dringend, bevor wir hier an das Panel gehen, in den Keller schauen. Da liegt auch ein bisschen Essen. Ich muss kurz überprüfen, ob der gute Jack hier noch liegt.
Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nein, ich wusste es. Es war so klar. Er ist weg. Der Deputy ist auch weg. Oh oh. Darauf erstmal einen zinken, ey. Ich will nicht. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. My when she's done, he'll be torn.